Hallo, heute habe ich einen sehr engagierten Roman mitgebracht. Der 9. Arm des Oktopus von Dirk Rossmann, erschienen im Lübbeler Verlag, 400 Seiten für 20 Euro. Was passiert, wenn sich die drei Supermächte der Erde, USA, Russland und China, zusammentun, um eine Kehrtwende hinsichtlich des Klimawandels zu erreichen? Genau dieses Szenario beschreibt Dirk Rossmann in seinem Debütroman. Die Story erstreckt sich über die Jahre 2018 bis 2026 und wird vom Jahr 2100 aus betrachtet. Die Machtverhältnisse auf der Erde haben sich verändert. Die drei großen Supermächte beherrschen alles. Deutschland oder Europa spielen keine Rolle mehr. Die Klimakatastrophe steht unmittelbar bevor. Sie verändert unsere Erde und unser Leben. Das Wasser und die Nahrungsmittel werden knapp. Die starke Allianz der drei Supermächte will das Ruder noch herumreißen, doch nicht jeder ist damit einverstanden, dass so stark in sein Leben eingegriffen wird. Nicht alle wollen die Bevormundung kampflos akzeptieren. Alle Mittel sind den Gegnern recht, um ihre ökonomischen und machtpolitischen Interessen zu verteidigen. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Und ganz plötzlich liegt das Schicksal der Erde in den Händen eines schüchternen Kochs und einer unscheinbaren Geheimagentin. Dirk Rossmann, bekannt als der Inhaber der Drogeriemarktkette Rossmann, ist mit seinem Debütroman eine Mischung aus Sachbuch und Thriller gelungen. Neben vielen Informationen über den Klimawandel kommt auch die Spannung nicht zu kurz. Spannend, detailreich und informativ. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, wir versenden alles portofrei, Buchhandlung Raunbad in Bruchsal. Danke, bis dann.